11 Nikoläuse verstecken sich hinter dem heutigen Türchen des Adventskalenders auf dem neuen Block des Distrikt 1940. Endlich ist es soweit. Der Distrikt 1940 ist in der Welt der Social Media angekommen. Heute stellen wir das Team vor. Wir sind bunt gemischt, von der Abiturientin bis zur Businesswoman, vom IT-Fachmann bis hin zum Startup-Studenten, vom Rotarier bis zur Rotexin. Und gemeinsam sind wir neue Wege gegangen, um allen rotarischen Familienmitgliedern im Distrikt eine Plattform zu geben, nämlich Rotary, Inner Wheel, Rotaract, Interact und Rotex. Sie werden alle in Zukunft auf einem Blog, für diejenigen, die sich vor Facebook scheuen, auf einer Facebook-Fanpage, auf Instagram und in einem eigenen YouTube-Kanal präsent sein. Die Macher hinter diesem umfangreichen Werk sind in alphabetischer Reihenfolge, denn wir wollen schließlich gerecht sein, von Rotary-Seite Florian Gottschall, der Filmemacher und Social-Media-Stratege, vielen sicher schon aus seinen Video-Sessions bei den Barcamps bekannt. Sascha Rasmussen, im Distrikt für die IT zuständig und im Team fürs tiefe Eintauchen in die DNA der Website. Wolfram Sauer, ausgeliehen aus dem Distrikt 1850, aber in 1940er Belange schon sehr gut integriert, hat er uns unter anderem auf die Projektmanagement-Schiene gesetzt. Birgit Weichmann hat das Ganze angestoßen und als Kommunikationsbeauftragte des Distrikts das Team zusammengebracht. Inner Wheel ist durch Edda Bonges-Biermann vertreten. Sie setzt grafische Impulse und vertritt die Interessen der 13 Inner Wheel Clubs im Distrikt 1940. Rotaract wird von einem homogenen Team vertreten. Alle vier gehören nämlich dem in Gründung befindlichen Rotaract Club Berlin International an. Zwei von ihnen haben aber schon einen langen Rotaract-Weg in anderen Clubs hinter sich. Leonardo Bornhäuser hat sich den Rotarierinnen und Rotariern das erste Mal beim Berufsdienst- und Gemeindienstforum vorgestellt. Er drehte dort die Filme zu den Projekten, die im Adventskalender vorgestellt werden. Lennart Hartwig, dem Distriktsprecher der Rotarakter, verdanken wir nicht nur die in Handarbeit gefummelte Karte des Distrikts mit allen Clubs. Meleni Hecker hatte die Idee für das Logo mit den 5 Händen. Jeder wird bald etwas von ihr in der Hand halten. Sie hat nämlich die Werbekettchen gestaltet, die wir in allen Clubs verteilen werden. Carrie Koch. Von mir kennen Sie jetzt schon ganz viel. Meine Stimme. Sie hören mich nämlich gerade. Ich freue mich, dass wir das Social-Media-Projekt für alle 5 Familienmitglieder der rotarischen Familie im Distrikt 1940 realisieren können. Rotex ist auch dabei. Pauline Profittlich, genannt Paula, hat uns alle das erste Mal in Kontext mit Rotex, den ehemaligen Outbounds des Distrikts, gebracht und vertritt diese neben ihren Abi-Vorbereitungen sehr engagiert. Und zu guter Letzt für Interact, das Rotary-Programm für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Henrike Rudnick, das Küken von Interact. Sie war wegen der räumlichen Entfernung zu Rostock immer nur virtuell unterstützend dabei. Ab Juni aber wird sie in Berlin sein. Und dann sind wir wirklich zu 11. Mehr über uns findet ihr im Blog.